beziehungsweise jetzt. Nein. Nein. Jawohl. Sehr schön. Ich gehe mal pennen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu dunkel. Wenigstens sind keine Monster in der Nähe. Zack. Sind jetzt irgendwo noch kleinere optische Fehler, die sich eingeschlichen haben. Da zum Beispiel. Hier scheint es überraschenderweise zu gehen. Bin massiv überrascht. Okay. Wenn das geht, dann geht das. Und hier dann gerne. Ist jetzt auch. Manche mögen sagen, es ist ein bisschen geklaut, aber ich darf halt auch wohl nehmen, was ich schick finde. Wo ist denn jetzt. Das Barrier, Kap das Door. Das ist gar nicht Kabel, das ist einfach nur Block. Garage Door. Achso, okay, das ist ja easy. So. Sollte ja reichen. So, in der Theorie. So, so, so. Das ist. I call that bullshit. Komm her. So. Nee. Auch schick. Ich würde es lieber so machen. Und dann passend zum Rest. Ist das too much? Nee, nee. Nee. Ich glaube, so macht sich das schon ganz gut. Und dann haben wir noch. Haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir nicht. Fetziger Sau. So, ich wollte eigentlich schon vorhin eine kleine Aufnahmepause machen. Ist ja wieder. Hat ja gut funktioniert. So. So, wir drei. Oh ja, doch. Kann man, denke ich, mal so anbieten. Hier ist es halt noch ein bisschen dunkel. Hier ist ja auch nichts hinter. Hier ist einfach nur Dreck. Ist ja nichts. Aber naja, ist ja. Ist halt so. Hier kommt ja irgendwas Schönes, Deko-mäßiges. Immer. So, wir schauen uns jetzt ganz normal aus der Ferne mit dem gebrochenen Bein an. Dann mache ich da mal eine kurze Pause. Dann geht es nach der Pause weiter. Wie immer schaue ich jetzt mal kurz nach dem Reis. Ob der schon Reis ausgenommen hat. Ah. Jetzt den Bambus mittlerweile mal anpflanzen sollen. Die hier haben sich jetzt auch gemacht. Der braucht noch ein bisschen. Sind die geschrumpft? Zum Teil. Ach doch. Schauen wir uns jetzt nochmal von meinem Dach aus an.
Dann machen wir außen auch, machen wir die Gänge nach oben, glaube ich, auch nicht mehr mit Leitern, sondern mit wirklichen Treppen. So wie es das gehört. Ja, rechts kommt dann nochmal der ähnliche Anbau. Eventuell mache ich da noch ein paar Fenster rein, aber schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich noch, das wird dann noch eine Etage höher, dann machen wir da einen Balkon hin. Wir gucken mal. Ist da noch ein bisschen was zu tun? Ansonsten, ja, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Aufnahme. Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Life in the Woods. Beim letzten Mal, also für mich eben, haben wir unser Häuschen weitergebaut. Damit machen wir heute fröhlich weiter. Ich müsste aber ein bisschen Holz schlagen gehen. Da muss ich mal gucken, wo ich mich da am besten für hinbegebe, denn wir brauchen Eichenholz. Haben wir noch eine Axt? Eine müsste eigentlich reichen. Ich guck mal. Nehmen wir am besten unsere Fruchtbäume. Die hauen wir jetzt weg. So ein Quatsch. Wir gucken mal da vorne. Das geht auch noch gerade so, glaube ich. Ansonsten bauen wir die Bäume traditionell ab und dann wachsen da eben wieder neue. Das ist ja, muss ja auch mal erlaubt sein. So. Bounce. 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 Und Bounce. Bounce. Und Bounce. Und, Hör mir! Kaubunga! Mist. Na gut. Dann eben. Vielleicht reicht das sogar. Aber heute widmen wir uns erstmal dem anderen Anbau, also der anderen Seite. Ich muss gleich mal schauen, wie groß die eine Seite war, damit ich mich daran orientieren kann. Kann ich hier bitte irgendwie... Geht das irgendwie? Hallo? Ach, Mist. Vielleicht von hier aus? Wupp. Wupp. Wunderbar. So. Wie viel haben wir? Wir haben vor allem erstmal wieder Hunger. Hier ist unser schönes Essen drin. Da nehmen wir uns heute mal Fritten, Fisch und Chips. Ich nehme mal Cheeseburger. Ups. Na gut, funktioniert. Nehmen wir uns einmal zwei Cheeseburger. Die Essanimation ist ein bisschen verbuggt, wie mir scheint, aber ist ja nicht so tragisch, solange es am Ende dann doch im Magen landet, ne? Dann eine Skütte. Dürfte auch bald durch sein. Tada, ich hab's ja gesagt, ich habe noch eine. Hä? Ist jetzt nicht kaputt gegangen? Na gut. Haben wir jetzt eine unendlich haltende Skype bekommen. Das ist natürlich auch praktisch. Nee, also ich werf die dann weg, wenn die. Vielleicht geht's ja nochmal kaputt. Sehen wir ja gleich. Wobei, das dürfte eigentlich an Holz schon reichen. Hier hat sich schon ein neuer angepflanzt, der darf von mir aus da auch bleiben. Machen wir eventuell einen ganz schönen Wald hier ums Haus rum. Jetzt muss ich mal schauen. Wir hatten ja gesagt, wie weit geht denn das nach draußen erstmal. Erstmal, ach, ich mache hier tausend Sachen durcheinander. Wo ist denn hier die Kramkiste? Essen, Kram. Das erstmal rein, das kommt da rein. Die kommen da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Da rein, da rein, da rein, da rein. Ach, mach immer wieder denselben Deppen-Move. So, hier ein versenkt, damit Treppen. Heißt, wir müssen so weit runter. Das kommt hin, das heißt, es würde hier anfangen. Wenn ich das so richtig sehe, einer von außen. Ist mir so in Erinnerung. Passt das? Das Dach geht danach ganz außen. Okay, das passt dann. Gut.
So. Das müsste dann bis hier gehen. Das habe ich noch nicht nachgeschaut, wie weit, aber mache ich gleich. Erstmal weghauen. So. Also, wie weit soll es denn sein? Von der Wand aus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne. So, und dann bis hier in der Theorie. So, zwei hoch hat man die Fenster. Dann kam das Dingens. Gut, für das Fenster steht der Baum jetzt ein bisschen ungünstig, aber ja, hatte der Gärtner eben mal Urlaub. Zum Dreck. So. So. Ja, es kommt dann ungefähr hin von der Höhe. Hat man jetzt die... nur noch so wenig. Die müssten ja hier gewesen sein. 2, 3, 4, 5. Au. Erstmal wieder schlafen. So, jetzt brauchen wir das Zeug, von dem wir ja viel zu viel haben, und zwar das Mahagoniholz. Und dann noch die Sticks. Haben wir noch mehr? Nee. Machen wir daraus auch noch Sticks. 10er Stack hier. So. Und dann, ne? Das kann nicht funktionieren. So. Okay. Haben wir jetzt 38 Stück, dann komm. Was soll sie Geiz? Wir hauen raus. ...64 Stück sind mehr als genug. So. Schön, dass ihr euch anpasst. So. Nein. Ah, was tust du denn? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Kehre zurück in deine ursprüngliche Gestalt. So. Beim anderen hatte ich, glaube ich, auch noch einen drunter. Ne? Kommt das hin? Das kommt hin. Gut. So. Kommt hier noch einer hin? Muss der dann. Jawohl. Und. Nein. Muss der sich hier anschließen? Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann. Da. Ihr kommt hübsch mit. Hier selbiges nochmal. So. Das war der falsche. Nein! Bleibt doch bis
wir jetzt wieder normal. Ich glaube, jetzt passt. Und hier hat man gesagt, machen wir die nur bis hier. Wobei es ja eigentlich schon ab hier keinen Sinn mehr macht. Kann ich das irgendwie noch intelligent abschrägen? Rein theoretisch so. Macht auf der anderen Seite auch mal. Sieht schicker aus. Dann ist. Die überflüssig. Das war dämlich. Ach, ist ja noch besser. Hätte ich es bei dem anderen gehabt. Nee. So haben wir das da. Das geht auch. Lassen wir das so. Ist das Dach schon mal fertig? Wird eventuell hinfällig, wenn der Balkon kommt, aber naja. Jetzt haben wir hier ein schönes Panoramadach. Die Ecken. Okay. So, dann machen wir jetzt die Fenster. Wie weit ging dieser Vorsprung? Ging das bis vor das Fenster oder war davor Schluss? Da war davor Schluss. Okay. Gut, dass wir noch so viele Scheiben haben. Dann können wir uns die ja ganz einfach zurecht schüsseln. So. So. Perfekt. Bin wieder zusammengesunken. Ab und zu hinsetzen, normal. Mit geradem Rücken. Das ist gar nicht so ist gar nicht mal so schlecht. Das kann ich vielen Leuten empfehlen. So. Hier versenkt, dann muss da noch eine Treppe rein. Haben wir genug Stufen? Ich glaube fast nicht. Egal, dann machen wir erstmal den Boden raus. Le Shovel. Dann müssen die Steinchen noch raus. Der Rest da hinten kommt natürlich auch noch, aber erstmal die Anbauten. Hier müssen dann noch Treppen rein. Haben wir denn echt keine Treppen mehr? Eine Treppe aber. Dann müssen wir wohl oder übel noch ein paar machen. Haben wir überhaupt noch welche? Lied schon wieder. Nehmen wir doch das. Tap, tap. Würde ich hier auch gerne Mahagoni-Stufen reinmachen. Einfach weil wir es können. Ja. So, hier muss überall noch normales Holz hin, eventuell sogar ein Teppich, aber das entscheiden wir, denke ich mal, später. Kommt hier vielleicht eine Küche hin. Müssen wir uns endlich Gedanken machen, wie kommt man am schlauesten ins obere Stockwerk. So. Weil mich aber das Loch so gestört hat. Haben wir noch irgendwas in Richtung Stairs im Repertoire? Normaler Stairs, Black Bamboo Stairs, irgendwelche Stairs, ja. So eine Wendeltreppe wäre schön gewesen. Was ist denn noch so im Bereich Leitern?
Standard. Okay. Belassen wir es dabei. So, angenommen, das Bett kommt ins obere Stockwerk. Wir gehen jetzt einmal außen rum und placen das. Damit wir schon mal einen Ort zum Pennen haben. So, die Bude wird natürlich dann oben noch ein bisschen aufgeteilt mit verschiedenen Räumen. Also, in Klammern, glaube ich. Bin mir noch gar nicht so sicher. Hab zwar so eine Vorstellung, aber wird ja eh immer anders. Alles anders, wie man denkt, als man denkt.